und es sind meine absoluten Highlight-Kopfhörer. Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, eigentlich wollte ich dieses Video eigentlich schon längst auf meinen Kanal online bringen, beziehungsweise eigentlich schon längst produzieren, aber wie es ja immer so bei mir ist, ich habe es leider wieder zeitlich nicht geschafft. Und zwar geht es heute eigentlich um das Thema Weihnachtsgeschenke. Und zwar nicht nur irgendwelche Weihnachtsgeschenke, sondern rund um das Studio. Das heißt, wenn ihr daheim ja so ein kleines Studio habt oder euch mal eins ja, einrichten wollt, dann wollte ich euch mal ein paar Gadgets beziehungsweise Produkte zeigen. Und zwar nicht nur irgendwelche, sondern günstige versus teure. Ja, ich stelle euch einmal die günstige Version vor und dann stelle ich euch davon auch die teure Version vor. Und die Produkte, die ich euch dann zeige, erstens habe ich die selber, beziehungsweise Großteil davon. Oder ich werde mir die im Laufe der Zukunft irgendwann kaufen. Oder ich habe damit schon ja, Erfahrung gesammelt. Ich zeige euch jetzt nicht irgendeinen Schrott oder irgendwelche Produkte, die ich selber nicht kenne, sondern ja, die ich wie gesagt selber benutzt habe oder selber benutzen werde demnächst. Und das heißt, da es jetzt für Weihnachten schon eigentlich zu spät ist, weil Weihnachten ist ja jetzt am Montag und das Video wird wahrscheinlich am Freitag oder Samstag online gehen, dachte ich mir, ihr könnt es ja so machen. Das heißt, wenn ihr von euren Eltern oder von irgendwem oder Verwandtschaft Geld geschenkt bekommen habt oder ja, Gutscheine von Amazon zum Beispiel, dann könnt ihr euch die Produkte genauso kaufen. Ich packe euch unten in der Videobeschreibung dann ja, die ganzen Links rein. Und ich würde sagen, ich schwafle jetzt nicht weiter, sondern wir checken mal die geilen Produkte ab. Let's go! So Leute, fangen wir mit Nummer 1 an. Wie gesagt, das sind alles Produkte für euer Studio, beziehungsweise ja, so kleine Gadgets auch, ja, die euer Studio ein bisschen verschönern. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, ein Disco-Licht bzw. eine Disco-Lichteffekt-Lampe. Ich selber besitze auch eine. Ich kann euch die mal kurz zeigen. Und zwar diese hier. Das ist genau die gleiche oder beziehungsweise fast die gleiche wie jetzt hier von Amazon. Ich habe jetzt nur die erste Generation. Die sieht aber ungefähr dann so ähnlich aus wie ja, diese jetzt hier auf dem Bild. Und zwar ist es halt einfach eine kleine ja, Partylampe. Ihr könnt die einfach mit Strom oder beziehungsweise an Strom anschließen und habt verschiedene, ja, wie soll ich sagen, Modis, wo einfach verschiedene Effekte damit erzeugt werden. Dazu gibt es eigentlich noch normalerweise so eine Wandbefestigung oder so einen Wandhalter. Der liegt jetzt irgendwo bei mir hinten in der Schublade oder ich weiß es nicht. Warte mal, wie ihr hier auf dem Bild schon sehen könnt, hier unten ist halt so ein, ja, so eine Wandbefestigung. Das heißt, ihr könnt die auch so ganz easy an die Wand machen und habt halt da von der Wand aus diesen Effekt. Finde ich ganz cool und macht einfach ein cooles Licht hier im Studio. Deswegen habe ich mir halt auch mal eins gekauft. Aber jetzt kommen wir gleich mal zur teuren Version, weil die werde ich mir demnächst kaufen. Und zwar, ich habe die jetzt leider auf Amazon nicht gefunden, sondern nur auf Thomann. Und zwar ist es diese gute LED-Lampe bzw. LED-Bar. Es ist von Stairwell, die man einfach so bzw. entweder hinstellen kann, an die Wand montieren kann oder ja, was euch so einfällt. Und zwar der Vorteil oder das geilste ja, Tool von diesem Gadget ist, diese LED-Bar reagiert auf Licht. Das heißt, wenn ihr Musik irgendwo hier im Studio abspielt, dann reagiert die auf diese Töne. Die hat halt ein eingebautes Mikrofon, das heißt, es verändert sich halt immer von Beat zu Beat die Farbe bzw. der Modus. Ihr könnt auch hier, wie ihr jetzt hier sehen könnt, könnt ihr auch auf der Rückseite ein paar Einstellungen durchführen, wie zum Beispiel, was für eine Farbe wollt ihr? Wollt ihr helles Licht? Wollt ihr dunkles Licht? Wollt ihr Flashlight, also das heißt schnelles Licht hintereinander? Oder wollt ihr nur einfarbig dauernd haben? Das heißt, hier habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten einzustellen. Das ist halt so mein Gadget, was ich mir demnächst kaufen werde. Und das werde ich mir auch hinten beim DJ-Pult hinbauen. Das heißt, wenn ich dann einen Mix aufnehme, die Boxen schön laut mache, dann kommen halt im Hintergrund auch noch geile Effekte. Und gut, es kostet halt ein bisschen mehr, 65 Euro. Das andere hat gerade mal 12,99 Euro gekostet. Aber gut, ist halt nun mal so. Und ich würde sagen, wir switchen gleich mal weiter zu DJ-Kopfhörern. Ja, ich habe ja schon ein Video gemacht über meine Kopfhörer, die es ja leider nicht mehr auf Amazon zu kaufen gibt. Ich weiß nicht warum, weil ich hätte sie mir gerne wieder bestellt, wenn meine mal kaputt gegangen wären. Ja, ich habe mal nach einer Alternativ-
oder nach einer Alternative geschaut und bin hier auf diese One Audio DJ Kopfhörer gestoßen. Sind vom Preis halt auch ziemlich interessant, 28,99. Haben ein geiles Design, haben hier so rote Nähte, haben hier so eine Chromoptik an der Außenseite von der Ohrmuschel. Dann schön gepolstert, wie ich das hier sehen kann. Wir können ja mal kurz die Bilder zusammen durchgehen. Genau, also hier könnt ihr auch eure Klinke anschließen. Hier nochmal ein paar Adapter. Und ich finde die halt optisch echt schön. Die gibt es in verschiedenen Versionen. Einmal hier in der Standardversion. Advanced finde ich jetzt nicht so meins. Ist halt eher so Retro-Style. Dann die neue Version mit Innenrot. Weiß ich nicht, wer das braucht. Gut, schwarz-rot. Und die Ultimate ist, genau, komplett, also auch nochmal rot, schwarz. Und ich finde das eigentlich, die Standardversion eigentlich so am schönsten, muss ich sagen. Allein hier oben mit diesen roten Nähten. Und laut Rezensionen, also ich selber besitze die ja nicht, laut den Rezensionen sollen die richtig gut sein für ihr Geld, weil, ganz ehrlich Leute, 29 Euro für DJ-Kopfhörer, wenn ihr mal andere auf anderen Plattformen schaut oder auf Amazon, da gibt es halt Kopfhörer für 400 Euro. Klar, die werden natürlich vom Klang her auch ein bisschen besser sein, aber ich sag mal so, wenn ihr so Hobby-DJ oder Hobby-DJer seid, dann reichen die echt vollkommen aus. Und genau, jetzt kommen wir mal zur teuren Version und es sind meine absoluten Highlight-Kopfhörer. Kosten halt schon 68,25, das heißt ein bisschen teurer als die anderen, gut das Doppelte. Aber das werden die sein, wo ich mir als nächstes holen werde, weil die ultra geil sind. Allein optisch richtig geil. Mit dem Rot, mit dem Schwarz, mit dem roten Kabel auch noch. Gut, Marke Sony, kennt ja jeder. Der einzige Nachteil, was ich erst dachte, beziehungsweise was ich euch in einem Video erklärt habe, ist hier an der Seite von der Ohrmuschel. Das heißt, wenn ihr die... ich will ja keine Kopfhörer, die wo ich aufsetze und die mir direkt aufs Ohr drücken, sondern ich will halt Kopfhörer, die mein Ohr umschlingen und damit ich keine Schmerzen irgendwie am Ohr bekomme, weil ich habe halt zum Beispiel andere Kopfhörer, wenn ich die 2-3 Stunden trage, die drücken halt direkt aufs Ohr, dann ungefähr habe ich so ein knallrotes Ohr und ich habe übelst die Schmerzen und deswegen habe ich halt gelesen und mich auch ein bisschen informiert, diese Kopfhörer sind so gut gepolstert, dass man die fast gar nicht merkt, dass man die überhaupt auf hat. Und genau, das sind halt die, wo ich mir wahrscheinlich demnächst kaufen werde. Es gibt halt auch noch in verschiedenen Farben. Schwarz-Weiß sieht halt auch geil aus, muss ich sagen. Nur Weiß finde ich jetzt ein bisschen langweilig, obwohl ich eigentlich ein Weiß-Fan bin. Meine anderen Kopfhörer sind ja auch weiß, aber die finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Dann gibt es die halt in Schwarz-Blau, was eigentlich auch nicht schlecht aussieht. Aber ich finde einfach Schwarz-Rot am schönsten. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar, ja, eigentlich das Wichtigste oder einer der wichtigsten Tools, Equip von einem Studio, und zwar dieses Mikrofon. Ich selber besitze auch dieses Mikrofon, es ist das Aunamic 900B, genau in dieser Variante, wie ihr jetzt hier gerade sehen könnt, mit der blauen LED, das heißt, ich habe mir die gekauft, weil es einfach optisch auch nochmal ein bisschen schöner aussieht. Es ist ein krasses Mikrofon, Leute, wirklich, ich kann es jedem empfehlen. Es ist... Der einzige Nachteil ist, es ist halt ein rein USB-Mikrofon. Ihr wisst, ich habe jetzt ein Audio-Interface, ein Focusrite Audio-Interface und hier habe ich keine Möglichkeit, mein Mikrofon anzuschließen mit USB. Deswegen kommen wir gleich zum anderen Mikrofon, also zum teuren, was ich mir auch demnächst holen werde. Und genau, nochmal zurück jetzt zu dem. Super Qualität, lest euch die Rezensionen durch. Es gibt hunderte Videos auf YouTube, schaut euch die gerne mal an. Zu 99% werden die Leute sagen, es ist ein Top-Mikrofon. Ich würde es jedem empfehlen und das gleiche kann ich dazu auch sagen. Ja, ich bin echt überrascht von der Qualität von diesem Mikrofon und für 65 Euro und dann noch in diesem Design unschlagbar. Ihr seht auch hier Mikrofon, genau für Studio, inklusive Spinne. Also Spinne ist ja diese Halterung hier, die schließt ihr dann einfach hier mit diesem Gewinde an euer Stativ bzw. an ein Mikrofon. Stativ und fertig. Das heißt, ihr habt eigentlich fast keine Kosten. Wenn ihr zum Beispiel kein Mikrofonstativ habt, das kostet vielleicht nochmal so 10, 12 Euro, dann seid ihr bei 80 Euro oder 75 Euro grob. Und da kann man, glaube ich, echt nichts falsch machen. Jetzt kommen wir zur teuren Variante.
wie gesagt, die werde ich mir demnächst jetzt auch besorgen. Und zwar ist es dieses Rode NT1A Mikrofon. Es ist ein Großmembranmikrofon. Es ist mega geil. Ich hatte es damals selber und ich habe es verkauft. Ich weiß nicht warum, aber ich war so zufrieden. Ich habe damals halt gedacht, ich mache das doch nicht mehr, dieses Musik-Ding, was ich mir so vorgestellt habe. Und jetzt brauche ich es wieder. Auf jeden Fall vom Preis her gut. Ist halt ein bisschen teurer. Das heißt ein bisschen, ja, ein bisschen mehr als 70 Euro teurer. 142 Euro. Aber wenn ihr schon die Rezessionen anschauen könnt, 1750 Bewertungen allein auf Thomann mit über 4,5 Sterne. Ich habe mir das alles nochmal durchgelesen und die haben gesagt, es ist das Non-Plus-Ultra-Mikrofon, was es eigentlich so in diesem Preisbereich gibt. Und wie gesagt, ich kann das nur bestätigen, es ist mega geil für Vocals, für Gitarre kann man sogar aufnehmen, für irgendwelche Instrumentals. Also wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, kauft euch dieses Mikrofon, wirklich Leute. Der einzige Nachteil finde ich jetzt, optisch ist es jetzt nicht so schön wie das Auna-Mikrofon. Ich finde das halt schon ein bisschen, ja, ein bisschen schöner, ein bisschen optisch besser gestaltet. Hier ist halt ja Standard Silber, ist halt jetzt nicht so schön. Aber man soll ja nicht nur immer aufs Äußere schauen, sondern auch aufs Innere. So, dann kommen wir mal weiter zu, ja, wieder Kopfhörern. Aber nicht irgendwelche Kopfhörer, sondern Studio-Kopfhörer. Ich habe euch ja vorhin gezeigt, DJ-Kopfhörer. Es ist komplett was anderes wie diese Kopfhörer hier, weil die Studio-Kopfhörer sind halt total angepasst ans Mastering und ans Mixing. Das heißt, wenn ihr Nachbarn habt und ihr eure Musik nicht laut abspielen könnt, weil irgendwie um 8 Uhr euer Nachbar sich dann beschweren würde, dann gibt es solche Studio-Kopfhörer. Ja, ihr belästigt den Nachbarn nicht. Ihr könnt hiermit einfach ganz normal Musik abmischen, Musik produzieren, sogar auch Musik hören, wenn ihr wollt, am PC. Aber das sind halt jetzt rein Studio-Kopfhörer und halt dafür ausgelegt. Und ihr habt auch einfach ein viel besseres Feingefühl dann fürs Mastering, wie wenn ich jetzt mit meinen DJ-Kopfhörern mich da hinsetzen würde und anfange irgendwie an meinen Song zu produzieren. Deswegen habe ich euch mal günstige rausgesucht. Wie gesagt, 19,90 kann man, glaube ich, echt nichts falsch machen. Und ich habe sie sogar selber. Bei mir sind die schwarz, hier auf dem Bild. Hier auf dem Bild sind die ja schwarz-rot. Ich habe sie jetzt in schwarz-grau. Sind genau die gleichen wie jetzt hier auf dem Desktop bei mir. Mega Kopfhörer, richtig geile Ohrmuschel, schön groß, könnt ihr schön aufs Ohr packen, beziehungsweise übers Ohr packen, habt ihr super Qualität und ja, sind auch super leicht. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das heißt, einfach wenn ihr euren Nachbarn nicht nerven wollt, kauft euch Studio-Kopfhörer. Ja, jetzt geht es um ein USB beziehungsweise MIDI-Keyboard und AKAI oder Akai nennt man die, ein 25-Tasten. Keyboard habe ich mir am Anfang auch gekauft. Mega geiles Keyboard. Bloß irgendwann musste ich upgraden, weil es mir ein bisschen zu klein war. Und aber ihr könnt damit genauso produzieren wie mit Keyboards, die für 5000 Euro verkauft werden. Also die haben keine Vor- und keine Nachteile, beziehungsweise klar, von der Qualität her wird man dann schon einen Unterschied spüren. Aber ich meine jetzt so, ihr könnt genauso einen Song produzieren und damit in die Hits starten, als wie mit einem 5000 Euro Keyboard. Es ist komplett egal. Ich wollte euch, wie gesagt, nur ein billiges oder billiges ja nicht, aber günstiges und hochqualitativ eigentlich für den Preis Keyboard zeigen. Ihr habt es auch hier an der Seite nochmal so Art Trackpads. Damit könnt ihr die Oktaven hoch und tiefer stellen und dann produzieren. Ist halt auch ein Vorteil, weil so müsst ihr dann nicht immer im Programm die Oktave hoch und runter gehen, sondern das könnt ihr halt direkt dann gleich am Keyboard machen. So, dann kommen wir zur teuren Variante und vielleicht erkennt man schon die Leute, die meine Vlogs schon länger verfolgen. Genau dieses MIDI-Keyboard bzw. USB-MIDI-Keyboard besitze ich hier. Es liegt hier schön vor mir. Damit produziere ich jetzt schon längere Zeit. Es ist mega geil. Ich sehe nur gerade, das ist das 49-Tasten-Keyboard und ich habe halt dieses 61-Tasten-Keyboard. Es ist halt nochmal ein großer Sprung vom Preis. Ich kann euch sagen, 49 reichen genauso aus, nehmen sogar noch ein bisschen weniger Platz weg als das 61-Tasten-Keyboard. Deswegen könnt ihr selber mal ein bisschen rumswitchen und ein bisschen rumschauen, was euch eher gefällt. Wie gesagt, kostet halt über 100 Euro, ist halt auch mit mehr Effekten ausgestattet, wie zum Beispiel, ihr habt halt hier 8 Trackpads an der Seite.
dann habt ihr hier noch ein paar Einstellungen. Ehrlich gesagt, Leute, die habe ich bis jetzt noch nicht benutzt. Genauso wie diese Fader hier habe ich bis jetzt auch nicht benutzt. Nur an der Seite hier Oktave wieder hoch und runter regeln. Das benutze ich ab und zu. Und hier hat man auch noch ein paar Effekte, aber zum Produzieren. Ich habe halt einfach eins gebraucht, wo ein bisschen größer ist, wo ich mehr Platz habe, wo ich angenehmer produzieren kann. Aber es kann auch nicht mehr als das für 45 Euro, also als dieses Akai Keyboard. Genau, sonst war es das eigentlich mit diesem Video. Ich weiß, ich wollte es eigentlich für Weihnachten, also für euch für Weihnachten produzieren, früher rausbringen, aber ich habe es nicht geschafft. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr irgendwie ja, ein bisschen Geld bekommen habt und ihr wollt ein bisschen Equip euch kaufen, ich habe euch jetzt ein paar Sachen gezeigt. Die ganzen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt es mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch eins davon auch kaufen werdet oder vielleicht schon besitzt, weiß ich ja nicht. Und genau, auf euer Feedback bin ich wieder gespannt. Ich hoffe, es geht genauso ab wie beim letzten Video. Und damit melde ich mich ab. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, schöne Weihnachten und ich melde mich dann bald mit einem neuen Vlog. Bis dann, Leute. Ciao.